Da treffen nämlich Chiara Mager in der roten Ecke gegen Marie Osner aufeinander. Das verspricht ein ganz heißes Duell zu werden. Chiara Mager ist bekannt für ihre unfassbar starken Beine. Marie Osner ist bekannt für ihre unglaublich guten Timing, gut getimten Fäuste, aber auch über ihr Auge. Und sie weiß den Moment zu nutzen. Und da bin ich jetzt mal echt gespannt, was da auf uns wartet bei den beiden Juniorinnen. Ja, also wie gesagt, ich hatte es ja schon angedeutet, das letzte Duell ging knapp für die Marie aus. Hier wird es ganz interessant, dass Chiara schon ihren Stil etwas ändern muss. Also sie kann nicht wieder mit der gleichen Taktik reingehen. Ich nehme mal das Bein hoch und marschiere mit dem Sidekick. Da ist die Marie einfach zu clever für. Sie muss schon ein bisschen taktieren, vielleicht auch einfach die Marie mal kommen lassen, vielleicht nicht immer in die Offensive gehen. Und es wäre doch ganz interessant, Chiara selber hat auch wirklich gute Handtechniken. Vielleicht bringt sie die heute mal ein bisschen mehr ins Spiel. Ich denke mal, es wird eine knappe Kiste. Aber verlangen wir nicht zu viel von den Juniorinnen, komplett ihre Linie zu verlassen, wenn man sagt, ich bin eher der offensive Typ und plötzlich muss ich defensiv kämpfen? Eigentlich nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Chiara ist seit Jahren in der Weltspitze vertreten. Die war das erste Mal 2014 mit, wo sie gleich Vize-Weltmeisterin geworden ist. Die ganzen Jahre über auf den World Cups und auf den World Series Turnieren ist sie fast immer im Finale, wenn sie das Ding nicht sogar auch gewinnt. Also ganz, ganz stark. Marie Osner ähnlich. Marie ist etwas älter. Ich glaube, das ist das letzte Jahr Junioren für Marie, währenddessen Chiara gerade in die Juniorenklasse jetzt reinkommt. Das heißt, die Chiara hat noch 3 Jahre Junioren. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, Vorteil für die Marie Osner, muss man mal schauen. Aber ich erwarte von den beiden Kämpfern, die immer auf Weltklasse-Niveau und Weltklasse-Ebene unter den ersten drei zu finden sind, die müssen da einfach umstellen können. Also so viel Cleverness und Taktikgefühl, und sie sind ja auch nicht allein, sie haben ihre Coaches, die das eine oder andere ihnen natürlich auch mitgeben. Das muss ich da voraussetzen. Ja, und wir sehen hier in der Totalen die Halle in Eisenach, viele Menschen da, und das sind natürlich nur die Jugend- und Juniorensportlerinnen und Sportler samt Anhang. Morgen geht es nochmal mit den Erwachsenen weiter. Und wir warten hier auf die beiden Kämpferinnen, Marie Osner und Chiara Mager. Und wie ich das jetzt gerade sehe, sind beide auf der Fläche, aber es fehlen noch die Coaches. Aber so wie ich die kenne, haben die das im Blick und wollen natürlich mit dem Fernbleiben da ein bisschen die Emotionen rausnehmen, gehen da ganz relaxed dran. Auf der einen Seite wird wahrscheinlich Katharina Flieser sitzen oder der Gebhardt, und auf der anderen Seite wird ganz sicher der Vater der Chiara Mager sitzen, der Frank, dein Assistent. Der Sven Mager, genau. Sven Mager, der kommt jetzt auch gerade, nämlich sein Sohn hat gerade gekämpft auf der anderen Tatami, hat auch gewonnen. Finn Mager auch hier wieder mal deutscher Meister, auch Mitglied der deutschen Jugendnationalmannschaft. Und ich denke mal, dass der Sven Mager und Marcel Ritter auch unser Nationalmannschaftsmitglied bis 84 Kilo, dieses Jahr auch ein ganz starkes Jahr, gleich die Matte wechseln werden, rübergehen. Auch Marie Osner wartet noch auf den Coach. Ich schaue gerade mal auf die anderen Tatamis. Insgesamt, wie du schon richtig gesagt hast, Halle toll gefüllt. Wir haben hier 5 Tatamis, einen Ring, sind jetzt bei den ganzen Finals, das nur im Kinder- und Jugendbereich. Das ist schon à la Bonheur. Ja, ich sehe den Sven gerade durch die Halle flitzen. So, da sehen wir auch Sven Mager, jetzt bei seiner Tochter Chiara Mager, auch der Marcel Ritter ist auf dem Weg. Und ja, Gebhardt Ruckdeschel, ehemaliger Bundestrainer der Erwachsenen, einer meiner großen Vorbilder, kann ich schon fast sagen, kleiner Mentor, nicht klein im Sinne von klein, sondern ja. Ich schaue gerade noch mal auf die andere Tatami, deshalb fehlt mir gerade die Worte. Ich will den Satz noch mal zu Ende führen. Ja, selber ja, ich Nationalsportler gewesen unter Gebhardt Ruckdeschel, viel mitgenommen von seinen Trainingseinheiten, die er gemacht hat, auch von seinen mentalen Geschichten. Und ja, wir konzentrieren uns jetzt auf den Kampf, der jetzt freigegeben wird. Links für Sie im Bild Chiara Mager. Ja, und rechts im Bild mit den roten Handschuhen und der blau-weißen Tracht Marie Osner aus dem Bayern-Kader. Ja, da scheint es noch Abstimmungsprobleme am Tisch zu geben, aber die dürften jeden Moment behoben sein. Ich stehe mal auf, schaue mir das an. 4 Techniker um den Laptop. Aber da bin ich mir sicher, da geht es gleich los. Die Kämpferinnen sind heiß. Die Kampfrichterin, man sieht es schon, sie wippt mit der Hüfte. Sie will auch, dass es losgeht. Aber es scheint hier so, als ob wir noch einen Moment brauchen.
Genau. Aber jetzt ist der Tisch frei von Technikern und jetzt geht's los. Ja, und Chiara, doch verhaltener mit den Beinen, hat ein bisschen umgestellt, auch von der Kickhöhe. Also man sieht schon, sie haben sich Gedanken gemacht. Die gehen diesmal etwas anders in den Kampf. Das ist auch ein gutes, probates Mittel mit den kurzen, schnellen Sidekicks zum Körper, um einfach den Faustkämpfer auch zu stören. Da war der Weg ein bisschen zu weit, ist dann zu weit, ohne zu verkürzen vorher. Da haben wir das 1:0 für die Marie Osner. Da hat Marie Osner das intelligent gelöst, hat die ganze Matte genutzt, hat sich den langen, starken und harten Füßen von Chiara entzogen und macht jetzt sogar auch noch wieder Punkte, führt jetzt hier 2:0. Und ich lege mich fest, wenn Marie Osner jetzt nochmal ein 3:0, und da ist das 3:0, dann hat sie einen komfortablen Vorsprung und kann hier Chiara Mager ihre Taktik aufzwängen. Ja, das ist wohl wahr, wobei man sagen muss, Chiara natürlich als Beintechnikerin ist mit einem Treffer natürlich ganz schnell wieder dran. Einmal den Treffer zum Kopf, dann ist gleich wieder, sie verkürzt hier mit der Hand. Nein, one point each, beide Kämpfer bekommen einen Punkt. Die 3-Punkte-Führung bleibt erstmal. Ja, und das Chiara mit dem Backfist. Verkürzt um 2, 4:2. Der Stand hier im Finalkampf der deutschen Meisterschaft. Ja, beide punkten hier wieder mit den Fäusten. Ja, wobei ich das Gefühl habe, die Chiara ist noch nicht so im Kampf drin. Ja, wenn man sonst sieht, wie sie mit ihren Beinen marschiert, da hat sie wahrscheinlich Respekt vor den Aber Fäusten von Marius. Sie verkürzt in dem Moment, wo wir das gerade sagen, straf sie mich lügen, verkürzt wieder mit der Hand auf 4:5. Die Distanz viel zu weit, Oberkörper zu gerade. Also war natürlich ein gefundenes Fressen für Marie. Oh, auch hier. Ja, aber die Coaches von Chiara noch relativ entspannt, sitzen dann noch völlig emotionslos. Aber da wird es mit den Köpfen rauchen, oder? Ja, man muss natürlich sagen, ja, Lars, wir sind natürlich jetzt im Juniorenbereich und da haben wir natürlich 3 Runden, die zu kämpfen sind. Das heißt natürlich, 1, 2, 3 Punkte ist doch noch gar nichts. Das geht ratzefatze. Wir sehen es hier nochmal richtig schön im Replay. Super Einspielung hier. Danke an die Technik. Ja, jetzt sehen wir hier und genau. Ja, da hat man es gesehen, ne? Ja, da hat sie gelauert, ne? Ja, das war aber auch ein schlechter Angriff von Chiara. Das sah eher aus wie beim Schwimmen, beim Kraulschwimmen. Irgendwie, das war jetzt nicht explosiv. Die Faust mit dem langen Körper nach vorne. Aber naja. Aber du sagst richtig, die Coaches sind noch ganz entspannt. Hier Marcel Ritter gibt noch den einen oder anderen Tipp. Halt die Hand oben. Der Svenny guckt auch nochmal ganz entspannt. Ja, die beiden jungen Damen treffen hier bei den Junioren bis zu 55 Kilo aufeinander. Das ist natürlich auch für später, wenn sie jetzt schon bei den Junioren ihr Gewicht haben, werden sie vielleicht nochmal eine Klasse höher gehen, aber in aller Regel bleiben sie bei ihrem Gewicht. Und wenn man dann natürlich jahrelang in einer Gewichtsklasse aktiv ist, kann man sich da diverse Vorteile herausarbeiten, aber sich auch einen Namen schaffen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, entscheidend ist auf der Fläche und das sehen wir jetzt in Runde 2. Und Frank, ich bin überrascht. Ich schaue hier gerade mal über die Bande. Die ganze Fläche ist umstellt mit Menschen, die sich dieses Geschehen angucken. Und wir sind noch nicht mal bei der Elite, sondern wir sind hier bei den Junioren. Und da war wieder so ein schlechter Angriff von Chiara, die Distanz viel zu groß. Ja, ja. Das sind Geschenke für Marie Osner, die eine starke Konterkämpferin ist. Ja. Da muss auch einfach die Chiara, auch wenn sie den Zeitkick bringt, einfach nochmal mit 1, 2 Fausttechniken hinterher. Weil wenn der erste Fuß nicht trifft, Marie auch die erste Hand zwar nicht trifft, aber Marie macht immer nochmal 2, 3 Fäuste hinterher und holt sich dann irgendwo da einen Punkt. Und dann war wieder der andere. Ja, es ist ein bisschen fahrig jetzt im Moment, was Chiara macht. Es sieht ein bisschen aus, wenn sie ihre Linie und den Kopf ein bisschen verloren hat. Marie versucht das Tempo auch über die Bewegung hochzuhalten, geht hier ganz, ganz stark am Bein, übers Bein vorbei, punktet wieder. Chiara muss sich einfach was anderes einfallen lassen. Steht viel zu viel in der Bahn, in einer Linie. Gibt Marie auch ein bisschen die Mitte der Matte, was natürlich auch nicht so toll ist. Oh, und schon wieder. Das ist ja Kilometer entfernt. Ja. Also da muss man sagen, das sind jetzt gerade Anfängerfehler, die sie macht. Da scheint einfach der Kopf gerade überhaupt nicht mitzuspielen. Da, sie bricht auch noch 1, 2 Kicks ab. Da muss sie einfach durchgehen. Hat sie Glück, dass sie den Punkt noch bekommt. Also sie muss jetzt ganz schnell ihre Linie wiederfinden.
da muss sie auch schneller hinterher. Mit 2, 3 schnellen Steps die Gegnerin nicht aus der Ecke rauslassen. Und da ist Chiara mal mit dem Stopp-Kick. Ja, den habe ich auch gesehen. Das hat sie sehr gut gemacht. Ja, trotz dieser Schwächephase sind es nur 4 Punkte. Also das ist das einzig Positive, was ich im Moment rausziehe. Ja. Aber sie muss mehr agieren. Ja, sie muss sich mehr zeigen. Da müssen mehr Fakes rein, Bewegung rein. Sie muss mehr antäuschen. Sie steht da wirklich gerade wie das Kaninchen vor der Schlange und das ist nicht gut. Und wieder dieser Fehler eigentlich von viel zu weit. Viel zu weit. Hat sie Glück, dass es keine Wertung gibt. Ja, Ende Runde 2. Ja. Ja, Marie Osner führt hier mit 5 Punkten, geht mit einem, ich glaube, das ist Replay, ich glaube, sie führt hier mit 4 Punkten, geht mit einem komfortablen Vorsprung in die dritte Vorsprung, Runde. Ja, ja. Und ja, mit 4 Punkten, wir haben gerade das Replay gesehen. Ah ja, Entschuldigung, genau, 4 Punkte. Ja, das ist trotzdem natürlich nicht wenig jetzt, ne? Jetzt kommt natürlich, jetzt muss man so ein bisschen schauen, wie spielt der Kopf mit. Marie ist natürlich, sagt sich, ja, noch 2 Minuten, 4 Punkte vor. Läuft gut, ich muss gar nicht groß agieren, ich kann das ganz entspannt machen. Chiara weiß, sie muss gehen. Aber das kann sie doch, das ist doch ihre Stärke, oder? Eigentlich schon. Also eigentlich hat sie jetzt gar nicht mehr so viel zu verlieren, sondern kann eigentlich ihre Stärke ausnutzen, wirklich mit Druck, mit Tempo, mit den Beinen arbeiten und marschieren. Ja, auch ich muss mal über die Brüstung schauen. Wir sind natürlich von der Tatami gut 20 Meter entfernt, sitzen hier in der ersten Etage, schauen über den Monitor, um das Ganze auch gut verfolgen zu können. Wir sind also ja hier am Monitor eigentlich genauso dicht dran wie Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Ja, Chiara muss einfach das Tempo anziehen jetzt. Muss mehr machen. Sie muss mehr riskieren, mehr arbeiten. Da muss sie weitergehen. Ah... Oh, wunderschöner Kopftreffer von Chiara. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Da geht sie nochmal ran. Davon könnte sie noch einen gebrauchen. Aber sie muss mehr Druck aufbauen. Sie muss machen, sie muss. Sie macht einen wunderschönen Handkonter. Jetzt 11:9. Bei 1 Minute 20 zu kämpfen. Jetzt wird es natürlich nochmal interessant. So, das war natürlich für die Psyche auch jetzt stark für Chiara. Für die Psyche stark. Sie verkürzt weiterhin. 11:10. Das macht sie jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ah, da macht sie einen viel zu großen Step, was Marie Osner natürlich direkt ausnutzt. Und wir haben einen weiteren Punkt jetzt für die Chiara. Aber trotzdem 13:11, 2 Punkte Führung für die Marie. Chiara muss halt weiter Druck aufbauen. Das hat sie jetzt gut gemacht in der dritten Runde. Jetzt hat sie ein bisschen mehr das Feeling bekommen. Das konnte ich jetzt leider gar nicht sehen von hier. Kriegt sie die 2 Punkte? Sie kriegt die 2 Punkte. Wir haben ein 13:13. Jetzt wird es interessant, liebe Zuschauer. Ah, da zielt sie mit dem Fuß vorbei. Marie macht das wieder sehr, sehr clever. Geht mit 1 Punkt in Führung. Noch 30 Sekunden. Ah, Chiara muss das Bein da lang machen. Kriegt sich ganz lang. Liegt mit 2 hinten. Ja, aber sie muss attackieren. Sie muss gehen. Starkes Bein nach vorne. Oh, läuft hier in den Konter. 3 Punkte für Marie Osner. So, in Berlin geht es jetzt weiter mit dem Kampf Ubayo Angelov. Und ein weiterer Konter. Ja, liebe meine Damen und Herren zu Hause. Mit einem 17:13 gewinnt Marie Osner. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Und jetzt halten sich bereit Juri Idorischenko und Manuel Leis. Nächster Kampf im Ring. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich ganz kurz für ein paar Minuten von Ihnen. Auch mein Kollege Lalas Eickhoff ist jetzt einmal kurz AFK. Das heißt, wir sind einmal ganz kurz auf den Tatamis, müssen coachen. Wir sind aber in wenigen Minuten wieder zurück bei Ihnen. Bis dahin, vielen Dank.